Muss ja nicht alles ankrabbeln eigentlich, ne? Jo, erstmal hier eine schöne Buddel schnappen und jetzt hier rein da. Schnapsgläser. Da liegt schon wieder ein Brief. Und schon wieder das Buch. Überall liegt sein Buch rum. Büro von Donald Phipps, Herausgeber, 8. März 96. Sehr geehrter Terence Greenboyer. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Mercury Books sich leider nicht imstande sieht, ihren Nachfolger zu Ein ganz normaler Geächteter zu verlegen. Trotz der geringen Verkäufe von Ein ganz normaler Retter haben wir das zweite Buch veröffentlicht, in der Hoffnung, die John Russell Serie könnte populär werden. Allerdings waren die Verkäufe noch geringer als die des ersten Buchs. Und deshalb muss unsere Verantwortung für die Serie hier enden. Es war uns eine Freude, mit Ihnen als Herausgeber zusammenzuarbeiten. Und wir wünschen Ihnen und John Russell alles Gute für zukünftige Unternehmungen. Wenn ich immer so viel lesen muss, dann gehe ich immer. Weiß nicht, dass ich müde bin. Somehow I always knew that someday we'd be through. Now that it's happened, I just can't believe it's true. I've done the best I could to keep from feeling blue. Can't get you off my mind. What am I going to do? Voodoo, mildew, and shandu. Why, Daddy, I didn't know you were there. I've got my eigenen Wein. If it ain't me, it's my shadow. Do you think I sent you far away? I ain't been nowhere. From me, I thought you'd stay away from me. Try to cut. But hopelessly you got me back. You left your voodoo all around. I left my trunk in town. I got a need for you. Thought I'd kill the craze. Oh, was ein wunderschöner Tag. Your kisses keep on haunting me. Their memory won't let me be. Yeah. I got a need for you. I wish you had a weed for me. Oh, tell me why. Why must I think about you? Sollen wir tanzen mit mir? Oh, Daddy, tell me why. Can I live without you? Tanzst du mit mir? Tanzst du mit mir? Oh yeah. Tanz mit mir. Oh yeah. Tanz mit mir. You've got me craving night and day. Come back and take these blues. I'ma take your pay away. Okay. Play me some trumpet in your original way. Okay, weiter geht's. Weltgeschichte. Haben wir hier zufällig Stimmungsmusik für ein Glas. Für ein Glas Hasenwein muss immer Zeit sein. Ein Ordner öffnen. Fortpflanzungsapparat, Arbeitsplatz 6. Name Samantha Güldeli, 94. Aufgabe, unten stehen zwei Geschichten. Die Abfolge ist in beiden durcheinander geraten. Nimm dir ein Blatt liniertes Papier. Wähle eine der beiden Geschichten aus und schreibe sie neu. Beginne mit dem Titel und deinem Namen. Finde einen Einleitungssatz, mit dem du deinen Absatz beginnen willst. Ordne die folgenden Sätze chronologisch. Stell sicher, dass der letzte Satz eine gute abschließende Ausgabe ist. A. Der Menstruationszyklus. Sie wandert durch den Eileiter. Die Eizelle löst sich vom Eierstock. Da das Innere der Gebärmutter nun nicht für eine Schwangerschaft benötigt wird, wird es zwei Wochen später durch die Vagina abgesondert. Es ist unglaublich, wie gut sich der weibliche Körper auf eine Schwangerschaft vorbereiten kann. Wenn die Eizelle nicht mit einem Spermium in Berührung kommt, löst sie sich auf. Während die Eizelle sich entwickelt, wird das Innere der Gebärmutter immer weicher und dicker. Eine neue Eizelle bildet sich in einen
der Eierstöcke und der Prozess beginnt von vorn. Eine Eizelle beginnt sich zu bilden. Der Menstruationszyklus, eine Novelle. Es ist früh morgens, am 1. September 1939. Er sah Glatz, starrt aus dem Fenster des Zuges, der aus Wien kommt. Zurück zu ihrem Heimatdorf Weilorn in Polen fährt, während der Zug dahin tuckert und die Sonne über der Landschaft aufgeht, kann sie nur an ihren Liebsten Borislav denken, den Jungen, den sie bald heiraten wird. Inzwischen beginnt sie sich tief in ihrem Eingeweiden eine Eizelle zu entwickeln. Esas Zug nähert sich seinem Ziel. Ihr Herz rast. Das Innere der Gebärmutter wird immer weicher und dicker. Als Elsa aus dem Zug steigt, überfliegen ihre Augen schnell die versammelte Menge. Dann dort, ihr Geliebter, Boris. Noch immer in seinem Bäckerkittel hat er anscheinend heute Morgen seine Pflichten im Geschäft seines Vaters vernachlässigt, um sie hier zu treffen. Ihr Herz stolpert vor Freude. Die Eizelle löst sich von ihrem Eierstock. Sie wandert durch den Eileiter. Trotz der schnaufenden Dampfmaschine hört man ein lauter werdendes Brummen. Es kommt aus dem Himmel. Dunkle Schatten gleiten über den Bahnhof hinweg. Ein pfeifendes Geräusch. Esser, deren Gedanken nur eine Sekunde schneller sind als die Bomben, streckt ihre Hände über die Menschenmenge hinweg, ihrem Boris entgegen. Ihre Augen treffen sich und für einen Moment bleibt die Zeit stehen. Blitz und Rauch umhüllen ihn dann fast augenblicklich. Während des Angriffs der deutschen Armee auf ihre Heimatstadt werden fast 75% aller Bewohner getötet. Der Rest, einschließlich Esa und, für jetzt jedenfalls, Borislav, drängt sich in einer halb zerstörten Kirche zusammen. Er ist blind. Die Überreste seiner Beine sind mit zerrissenen Bettlaken bandagiert. Esas Eizelle wird sich nicht mit einem Spermium in Berührung kommen. Sie löst sich auf. Ungefähr 2 Wochen später weicht jegliches Leben aus Boris. Esa hat ihre Rationen aufgegeben, um ihn am Leben zu halten, aber am Ende kann ihn nichts mehr retten. Da das Innere der Gebärmutter nicht für eine Schwangerschaft benötigt wird, wird es durch die Vagina abgesondert. Esa schwört, dass sie überleben wird. Sie schließt sich dem polnischen Widerstand als tollkühne Spionin und Saboteurin an. Eine neue Eizelle bildet sich in einem der Eierstöcke. Und der Prozess beginnt von vorn. Es ist unglaublich, wie gut sich der weibliche Körper auf die Schwangerschaft vorbereiten kann. Muss mit dir reden. Sie soll... sie soll hier... sie soll halt einen Aufsatz darüber schreiben, ne? Und das soll da halt mit drin vorkommen. Ne? Sie wandert durch einen Eileiter und sie erzählt so eine Horrorgeschichte über einen Weltkrieg und der Mann ist gestorben und weil der Mann stirbt, wird die Eizelle nicht mehr benötigt für eine Schwangerschaft. Und deswegen wird die ausgesondert aus der Vagina. Lustig. Und die Lehrerin schreibt dann nur, muss mit dir reden. Also der war gut. Ja, richtig. Fantasie, die Zementer. Haut die da so, also. Warum ist das Licht hier nicht an? Die Glühbirne kaputt? Aber so kann man halt auch einen Aufsatz schreiben, ne? Notiz. Katie, bitte sag Mom und Dad, es tut mir leid wegen dem Zeug, das fehlt. Sam. Wo kann ich würfeln? Würfel, Würfel, Würfel und... Eine 2. Würfel, Würfel, Würfel. Würfel, 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 Würfel und... Eine 6. Kann das sein, dass wenn ich jetzt hier eine 1 so mache... Dass eine 1 da liegt. Weil ich kann jetzt richtig hier. Richtig gut. Schüttel, schüttel und. Jawoll. Sekt. Läuft bei mir. Warum hier überall die Taschentücher? Und überall diese Gutscheine. Oh. Okay, da sind nur.
Lüfte drinne. Ah, Kondome. Hi Leonie, nee, hi Lonnie. Also wenn du heute Nachmittag immer noch zu mir nach Hause kommen willst, wäre das cool. Ich kann fahren. Es ist zwar etwas weit, aber ich kann dich dann auch zurückfahren. Also ist das hoffentlich in Ordnung. Schreib zurück und wirf das in meinen Spind, wenn du noch willst. Und wir treffen uns dann auf dem Parkplatz nach der 6. Samantha. Oh ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Bis dann bei dir. Dann werde ich dir in den Hintern treten. Mach dich bereit. Und sie nur, oh ja. Kaioken. So you know what they say about the best laid plans of mice and men? Yeah, turns out it applies to Street Fighter too. At least I worked up the courage to walk into the 7-Eleven and ask for a turn, but all that practice at home did not exactly translate in the wild. So after I was finished getting my butt kicked, I followed them outside while they smoked. And that was when she asked me if I was that psycho house girl. But then she said she's always really wanted to see the psycho house. Her name is Lonnie. She's coming over tomorrow. Ach, ihr Name ist Lonnie? Das war gar kein Kerl. Ich soll eine 4 würfeln. Oh, eine 4. Da ist schon wieder so ein Knüllter. Also wer braucht denn so viele Mülleimer im Haus? Katie, bitte. Egal, was du auch gefunden hast, erzählen Mom und Dad nichts davon. Der Dachboden. Ah, okay, hierfür brauchen wir einen Schlüssel. Wir brauchen einen Schlüssel. Den finden wir hier wahrscheinlich nicht. Aber wir brauchen später einen Schlüssel. Okay, ich denke mal, dass wir jetzt hier auf dieser Seite gehen. Und dann gehen wir hoch. Wenn du einen Hasen würfelst, bist du schlau. Soll ich denn einen Hasen würfeln? Also Katie sind wir, ja. Ich bin Katie, ne? Steht auch so auf meinem Personalausweis, ne? Ja. Caitlin. Okay, Katie bin ich. Also sie hat den Zettel für uns hinterlassen. Also ich glaube nicht, dass der Zettel schon da. Oh, was ist das denn? Regionaler Leichtathletik-Wettkampf. Endausschied. Mädchen, 100 Meter Staffel, erster Platz. Jamie Bloom, Carla Jones, Shauna Rosie und Kaylin Greenbear. Ich bin mit dabei. Jawohl, weg damit. Echo in Mexiko. Meinen alten Leichtathletik-Pokal nehmen. Weitsprung. Caitlin, erster Platz. Jawoll. Läuft bei mir. Okay, hier ist nichts. Haben wir kein Licht? Ich brauche Licht. Lampe anlassen. Was nix, ne? Wieder ein Brief. Liebe Jan, es ist so schön, wieder von dir zu hören. Diese ganze Sache mit dem neuen Haus klingt wie ein aufregendes Abenteuer. Erinnerst du dich noch an unser erstes Studienjahr? Als wir uns gemeinsam diese kleinen Zimmer im Wohnheim teilten? Es war so mies dort. Und wir haben über unsere... Ja. Wir haben über unsere Traumhäuser fast fantasiert. Ich habe immer gesagt, ich hätte gern eine richtige Villa. Du wolltest einfach nur ein Haus im Wald. Jetzt schau, wer beides bekommen hat. Irgendjemand da oben mag dich.
Von deinem Glück könnte ich auch was gebrauchen. Schick mir ein paar Lottozahlen, ich werde sie spielen, im Ernst. Aber ich sollte mich nicht über unser schönes altes Häuschen beschweren, das wir haben. Seit Bob nach Winnipeg versetzt wurde, wir haben gerade erst neue Winnie-Verkleidungen machen lassen. Na, schön neidisch? Na, schon neidisch? Wenn du tauschen willst, sag einfach Bescheid. Also, wie geht's den Mädels? Ist Katie schon weg zu ihrem großen Abenteuer in Europa? Apropos neidisch. Schreib bald zurück, ich vermisse dich, Mitbewohnerin. Deine Kochol. Easy. Ey. Rang 200 gemacht. Also Level 200 meinst du? Nice. Nice shit. Graveborn. Guck mal, hier ist doch bestimmt was, oder? Oh, noch eine abgeschlossene Tür. Das finde ich jetzt aber Mobbing. Okay, gehen wir mal hoch, wo es die ganze Zeit rumknackt. Warum muss ich überall das Licht anmachen? Zeitungsausschnitt. Kontrollierter Waldbrand geplant für Bone County. Für den größten Teil der nächsten Woche werden Rauchschwaden über Nordosten von Bone County zu sehen sein. Grund dafür wird ein von Forstamt kontrollierter Waldbrand in den überwuchenden Gebieten des Flintlock National Forest sein. Forstarbeiter bereiten das Gebiet schon seit Monaten vor. Laut dem Forstamt wird der Brandeinsatz zwischen 8 und 17 Uhr am Montag, Dienstag und Mittwoch stattfinden. Möglicherweise auch noch am Donnerstag. Sollte es etwas langsamer vorangehen als geplant. Der Waldbrand wird nicht nur Tote und überwucherte Vegetation entfernen, die in den trockenen Monaten zu Großbränden führen kann. Er wird auch als wertvolle Übung für die Forst- und Feuerwehrmitarbeiter dienen, meint Oberst Forstbeamtin Janice Greenway. Ah, die Mutter meinte. Ach, die Mutter ist die Forstdingsten. Ah, okay. Okay, okay. Echt? Ah, was ist das denn? Mitteilung über befristeten Personaltransfer. Bruns, Delü, Landesforstamt. Nein, das interessiert uns nicht. Das interessiert uns nicht. Privaten Kalender lesen. Das interessiert uns schon viel mehr. Montag, Pärchenbowling. Mittwoch, Kochkurs. Schürze mitbringen. Freitag, Gesellschaftstanz. Montag, Pärchenbowling. Schon wieder. Noch ein Kochkurs. Diesmal ohne Schürze, oder wie? Freitag, Gesellschaftstanz. Mittwoch, Kochkurs. Ey, und was mit Montag? Pärchenabend? Gibt's nicht, oder was? Gesellschaftstanz. Das große Menü für Terry und Sam kochen. Woche. Achso. Woche 1, Woche 2, Woche 3. Erstmal meine Haare kämmen, ne? Und warum macht er so einen Ausfallschritt, wenn ich mich drehe? Ich dachte gerade, was läuft da denn? Wetmobil. Ach, das ist nur eine Hülle. Ja. Nur eine leere Hülle. Love Things. Cherry. Ui. Good Sam. Fuck your fans. Ui. It's weird hanging out with girls. Daniel was around ever since I was little, and other girls? I don't know. But being around Lonnie is like instantly just right. I gave her the grand Psycho House tour and took my revenge on Super Nintendo. And it was like, I don't know. I finally found someone I feel normal around. I drove her home and she gave me this tape and said, "You have got to listen to this." I haven't stopped playing it since.
Da war aber nicht die Kassette drin, die wir unten angehört haben, ne? Wie bist du darauf gekommen, dich wie ein Hase zu verhandeln? Also, verhalten tue ich mich ja nicht wie ein Hase, ne? Also, das ist ja... Aber im Internet bin ich halt ein... Doppelhase. Ich fand den Namen damals süß. Oh, Unterwäsche! No. An den Socken schnüffeln! Also auch wieder nichts drin, ne? Oh, Kassette einlegen. Also, wie bist du auf die Idee gekommen mit Doppelhase und so? Also ganz wirklich, ganz ernst. Ich wollte damals Jungs und Frauen also verarschen so. Bei World of Warcraft zum Beispiel. Da habe ich mitgekriegt zum Beispiel, dass man als Mädchen, also ich spiele ja immer gerne weibliche Charaktere und du hast halt, bei World of Warcraft hattest du auch immer den Vorteil, wenn du ein Mädchen warst, dass du Goldgeschenk gekriegt hast und so. Und dann habe ich gedacht, ich brauche einen neutralen Namen, dass ich mich als Junge ausgeben kann und dass ich mich als Mädchen ausgeben kann für Vorteile. Ja, und dann Hobbelhase, ne? Weil das ein neutraler Name ist, habe ich gedacht. Da sieht man was. Aha, Feuerball. Nach links gedrückt halten und schlagen. Lightning Kick. Tritt, 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 tritt. Helikopter Kick. Runter, gedrückt halten, hoch und treten. Air Stump. Runter, mittlerer Tritt beim Springen. Oh, weg damit. Katka. Goldie Hoppy. Kam der Raid nicht an? Ja, anscheinend nicht. Also ich habe keinen Raid mitgekriegt. Habt ihr einen Raid mitgekriegt? Ich habe keinen Raid mitgekriegt. Habe ich einen Raid nicht mitgekriegt? Nee, also ich habe nichts gehört. Nö, hier kam auch nichts. Nö, da ist ja irgendwas nicht richtig gemacht. Du Cheater? Ich bin auch kein Cheater. Oh.